Und somit bin ich dann gegangen, als ich erfahren habe, dass Farodin uns verraten hat. Ich habe Angst, aber Schatz, es regnet nur. Ich habe eine Regenphobie. Ja. Wir müssen ihn zurückholen. Erinnerst du dich an die Zeit, wo wir uns noch gar nicht kannten, aber schon lieb? Farodin hat doch nun ein gutes Herz, deswegen kämpft er jetzt auf der Seite der Elfen. Da könntest du recht haben, du komisches Weib, das ich nicht mehr liebe. Das hat er komplett vergessen. Was, schon wieder ein Erdbeben? Sollte man das nachholen oder besteht Gefahr, dass ich das nicht überlebe? Ja. Also, was ich dir empfehlen kann, ist... Auf jeden Fall Teil 1 bis 8 sind mit dem RPG Maker 2K und 2K3 gemacht worden. Dass du... Ach, nicht sogar mit dem XP? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, soweit ich weiß, sind 9 und 10 mit dem VX Ace gemacht worden, nur. Okay. Und ich kann dir nur empfehlen, dass du dir dafür den Maker holst auf... Arten, die ich jetzt nicht beschreiben brauche, damit du eingreifen kannst. Ne, dass du dich ein bisschen mit dem Maker auseinandersetzt und dann eingreifen kannst, sollten Probleme stehen. Ich könnte dir empfehlen, dass du die, entweder anschaust als Projekt und dass du zuschaust, wie andere leiden, oder du spielst es selber. Es ist nicht für jedermann. Es ist halt viel Facepalm-Potenzial. Potenzial. Vielleicht wirst du gerade von mir auch. Albträume gemacht sind. Vielleicht manipuliere ich auch nur. Also nachholen oder besteht Lebensgefahr? Ja. Das ist, ja. Ja. Erinnert mich an meinen Chef. Wollen Sie zu Ihrer Bratwurst oder Ketchup? Ja. Achtung. Enzuga-Schilder. Ich nehme dir den Schild weg. Was ist das? Fühlt sich so an, als würde die Welt untergehen. Es regnet hinein. Es regnet Blut. Dank deiner Heilkunst können wir uns ja schützen und bekommen keinen Kratzer ab. Ja, weil Heilkunst ja auch Schaden abwendet. Heilkunst. Seine Tricks. Aber lange hält die Scheiße ja auch nicht. Irgendwann habe ich keine Energie mehr dafür und ich bin dann schwach. Was willst du eigentlich? Leben oder sterben? Du hast nur den RPG Maker VX Ace. Den 2K und 2K3 konntest du eh nie im Westen kaufen. Dementsprechend sage ich, du musst es auf Arten holen. Ich will leben, weil wenn ich tot bin, hat man ja keinen Spaß mehr. Und mein Macht ist dann auch weg. Wie? Nee, doch weg. Naja, mir ist es egal, ob ich sterbe. Dann habe ich keine Leiden mehr. Und ohne Farodin ist es langweilig. Er war wie ein Sohn für mich. Kompletter 180. Kompletter 180. Ich liebe es. Diese Plot-Twist. Ein Sohn, dass ich nicht lache. Wie lächerlich. Und ich will mein Edwin noch mal haben, bevor ich sterbe. Und ich will mal... Und ich will mein Edwin noch mal haben, bevor ich sterbe. Empfindet sie noch was für mich? Oder irre ich mich? Dr. Sommer hätte das nicht besser schreiben können. Hey, es ist aufgehört. Jetzt alle jubeln im Kreis laufen. Was? War ein Spaß, ja. Trotz allen frage ich mich, was das war. Nein, nicht Allen, bitte nicht. Das, meine Liebe, das war der Weltuntergang. Oder zumindest ein Teil davon. Edwin! Du hast mich wieder so genannt als deine Frau. Gott, das Spiel ist halt zu laut, Mann. Ja, Alia, ich liebe dich noch. Du hattest recht. Man muss das Herz lieben, nicht den Körper. Wo ist das Spiel? Ich schon bei 10. Ich war mal runter auf 4. Wenn es euch zu leise ist, gebt mir Bescheid. Dann mache ich es wieder ein bisschen höher. Aber der Ausschlag ist halt doch schon ordentlich. Oh, der juckt.
Ui, toll, ein Happy End für Edwin. Ui, toll. Ui, toll. Du seist mal ganz leise. Ich habe nichts gesagt. Du bekommst noch deine Strafe dafür. You know, weißt du, er so, oh, Schild. Er so, fuck you. Ah, fair enough. Wofür? Ich glaube, ich erahne es. Ja, so tollen Sex hat Alia noch nie mit dir. Außerdem liebt sie mich, du Hinterlistiger. Schwein. Hinterlistiger, sagt man. Aber, naja, gut. Bis auf, dass es groß geschrieben ist. Er hat zumindest mal von unintelligent abgesehen. Das Allerbeste. Intelligenz, intelligent. Intelligent. IQ. Das bekommst du wieder, du elender Verräter. Ui, der Wink des Schicksals hat dich sehr geschlagen, nicht wahr, Edwin? Mitten ins Gesicht. Ich will dich tot sehen, du Elender. Na los, du eifersüchtiges Schwein. So schlimm, dass ich mit deiner Frau gepennt habe. Gepennt. So richtig schön Mittelalter, ey. Ist gut jetzt. Wie die Frulef. Ich liebe dich nicht. Ich habe dich nur benutzt, damit ich wieder mit Edwin zusammenkomme. Was? Was fährt dir ein, du dreckige Schlampe? So deswegen hast du mit denen geschlafen. Mit denen? Den 300? Mit all seinen Körpern. Nur deswegen. Ich liebe dich. Ich wage zu behaupten, dass Google-Übersetzer bessere Rechtschreibung und Grammatik hat als das. Ja, also Google-Übersetzer wäre hier gewesen und hätte gesagt zumindest, ey, meinst du das Wort? Ihr zwei seit wann? Sowas von widerwärtig. Ja, alleine weil Google-Übersetzer wenigstens auch weiß, dass es Grammatikregeln gibt. Oder. Sie hat mit ihm geschlafen und den anderen so, ja. Willkommen bei Anklors Logik. Diese scheiße Schattenmagie. Doch dies nützt dir nix. Nütz? Mein Feuer wird dich ganz leicht verletzen. You know. Er hat den Hang nicht raus, wann TZT und wann TZ. Nee. Böser Dunkelelf. Pfui. Ah, da ist ja das TZT. Arara, stopp. Ich gebe auf. Hätte ich dir auch geraten. Irgendwann kille ich dich. Das hört nicht mehr auf. Ich kann doch nicht sein, dass es ist wie ein Film, aus dem man die. Das ist Geschichten aus dem Gruftenfilm. Und er ging mit einem Freund ins Kino, aber in dem Kino war niemand und die letzte Schlacht der Elfen 5 lief. Es kann doch nicht sein, dass wir ständig so dunkle Mächte bekommen, die unsere Welt an sich reißen wollen. Ein Erdbeben, was ist nun wieder los? Die Welt geht unter. Sag sowas doch nicht. Ich hab Angst, Parodin. Schatz, solange ich lebe, wird dir nichts passieren. I mean, Mate, du hast nicht den besten Track Record dafür, dass deiner Frau nichts passiert. Ich wollte gerade sagen, gleich kommen wieder Meteorit und dann Lusotorin. Der Meteorit. Mit der intelligente Meteorit, der selbst hier zu treffen weiß. Schluss mit der Liebererei. Das ist ja nicht zum Aushalten, ey. Gilbert, du nervst. Leute, es gibt wichtigere Dinge jetzt als zu streiten. Und das auch noch kindisch. Ich will auch eine Freundin. Ein weiteres Defensiert von Anktors. Es hat aufgehört, so plötzlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass tausende Menschen und andere... Ah, oh, wir sind wieder bei Star Wars!
Ah, und bei Mutter Russland. Ja, und andere Russen gestorben sind, ja genau. Und andere Babuschkas gestorben sind. Ich bin mir sicher, dass es was mit diesen Stigger auf sich hat. Der Necromant. Wie sind wir bei den Necromanten? Quatsch, der war doch schwach. Sonst hätten wir nie seine Sklaven gekillt. Gilbert, zu mir denn. Achso, ich will immer wieder den Pharao die drei rutschen. Keine bösen Wörter. Gilbert, züge mal deine Zunge mit den Wörtern. Das Leben ist kein Kampf. Ich bin 17 und sage das Gegenteil. Ich trainiere schon, seitdem ich laufen kann. Und sage, dass das Leben ein Kampf ist. Für mich ist es ein Kampf. Nein, ich werde jetzt keinen Alterszeitstrahl für Gilbert anfangen. Es ist für mich wichtiger zu wissen, wie alt Pharodin bis zum Ende von der letzten Schlacht der Elfen 10 ist. Kampf ist immer gleich. Da kann ich leider nur zustimmen. Auch ich habe die Erfahrung gemacht und bin mit 15 Jahren los. Nein. Nein! 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 Scheiße. Nein! Oh oh. Okay, also, wenn wir jetzt, Theorie aus Teil 5. Dann haben wir Teil 1 mit 15. Das ging dann plus 8. Ne, weil das wurde jetzt noch nicht angefochten. Das bedeutet, er war 23 in Teil 2. Das bedeutet, er war im dritten Teil auch noch immer 23, weil da hatten wir keinen Alterssprung. Was bedeutet, dass wir in Teil 4 auf 24 gegangen sind, weil wir haben einen Sprung von einem Jahr gehabt. Das bedeutet, dass wir jetzt in Teil 5, weil wir nochmal 4 weitere Jahre, ihn auf 28 haben. Was bedeutet, dass entweder, und die geringste Wahrscheinlichkeit davon ist, Pharodin, also die kleinste Wahrscheinlichkeit, die wir haben, ist, dass Pharodin 26 ist. Weil das würde voraussetzen, dass Teil 4 nicht existiert hat. So. Was 5 ja widerlegt. Was 5 wieder, genau, weil Teil 4 existiert, weil 5 explizit darauf verweist. Weil gesagt wurde, sie ist ein Dresden, ne, und wir haben sie als Geist gesehen und das haben wir nur in Teil 4 gemacht. So. Und in Teil 4 ist ein Jahr vergangen nach Teil 3. Ne? Und was bedeutet, nach ursprünglicher Zeitrechnung von Teil 1, in dem explizit gesagt wurde, Pharodin Enirias oder Enrias, je nachdem welchen Teil du fragst, ist er 14 gewesen. Was bedeuten würde, dass er 27 wäre, nach ursprünglicher Zeitrechnung. Aber Teil 5 verändert diese jetzt, sodass wir mit 15 gestartet haben, zeitgleich noch immer... 29. 28. 2 Jahre drauf. Ein Jahr, er ist 14 gewesen. Ach Quatsch, Selfie war 13. Genau, Selfie war 13. Genau. Okay, mal gucken, was wird noch alles retconnt. Ich habe nämlich ein bisschen gehofft, dass das Alter eine Sache ist, die auf jeden Fall bleibt. Vielleicht müssen wir auch nochmal in Teil 1 selber gucken. Ne? Vielleicht ist Teil 1.5 das, was quasi Teil 1 geretconnt hat. Ne, das könnte natürlich sein. Ich habe Oldschool-Schlacht der Elfen noch. Da können wir gleich einmal nach... Eigentlich. Ach, ich kann aber nicht speichern, Mann, sonst würde ich jetzt nachgucken. Das ist doch ein läppisches Intro, das kriegen wir doch jetzt mal eben kurz fertig hier. Läppisches Intro, was schon seit 2 Stunden läuft. Die letzte Schlacht der Elfen ist passiert, dieses Spiel gibt mir Kopfschmerzen, Autismus, RTL und Corona. Oh Gott, Drachenflamme, please. Please verwende Autismus nicht als Negativbeispiel, danke. Vielleicht ist auch gleichzeitig 27 und 28, nein. Das ist Schrödingers Alter. Da kann ich leider nur zustimmen. Auch ich habe die Erfahrung gemacht und bin mit 15 Jahren losgezogen, um gegen das Böse zu kämpfen. Und heute bin... Nein! Das ist kompletter Bullshit! Nein! Ankluas! Sehr
Sinn. Die Zerstörung des Schattenborn. Sind wir zwischen Teil 1 und Teil 2? Aber Azazel hat nicht existiert in Teil 1. Ja, vielleicht schon, er war nur halt in der Unterwelt. Aber wir haben wir gegen Azazel gekämpft. Aber Azazel war kein Antagonist und am Anfang wurde gesagt, als wäre es ein Antagonist. Notizschuh, hilf mir! Also müssen wir mit 3 Zeitlinien rechnen. Alter Vater! Das Baumdiagramm wird immer heftiger. Das eine nenne ich die Selfie-Zeitlinie, womit wir quasi mit dem ursprünglichen Wert arbeiten, mit den 14, und dann halt aufrechnen. Das andere wäre die Redcon-Selfie-Zeitlinie. Und das schreibe ich mir mal ganz kurz drüber. Selfie-Zeitlinie. Das ist die Redcon-Selfie. Und das wäre dann hier die Redcon-Ankloas-Linie. Wo wir in Teil 1 15 waren. 15, so, und Teil 2 ist halt dann 2, 3, 4 und 5 sind wir 22. Aka 7 Jahre sind vergangen zwischen den beiden. Aber das ergibt keinen Sinn. Nee. Macht das nicht. Weil einer der ersten Sätze im zweiten Teil sind 8 Jahre sind vergangen. Ja. Wir machen weiter. Vielleicht sind wir so ein Ash Ketchum-Typ. Warte noch mal ganz kurz. Müsst ihr mir noch mal kurz die Nase schneuzen, entschuldigen. Achso, alles gut. Ich werde trotzdem mal... Heute bin ich 22 Jahre alt. Wie schnell die Zeit vergeht. Ja, verständlich. Doch nun müssen wir uns vorbereiten. Ich hab den Brei hier, jetzt breiten wir uns vor. Für unsere Schlacht gegen die Dämonen. Ist wie die Zelda-Timeline, gibt keinen Sinn, also machen wir sie passend. Aber Legend of Zelda hat ja aktiv gesagt, oh, das sind unterschiedliche Zeitlinien. Hallo. Hallo. Das wird ein Spaß. Och, Ankloa ist eine der ersten Sachen, die man macht in einer Geschichte, ist eine Zeitlinie. Damit du keine Zeitparadoxen machst. Du arbeitest nicht einfach mit Fuck you. Doch. Ich weiß, Zeit ist relativ. Aber Einstein möchte ein ganz dringendes Wort mit dir reden. Keine Sorge, der kann sogar Deutsch. Vermutlich besser als du. Und das, obwohl er Jahre in Amerika gelebt hat. Also Farodin, Selfie und Gilbert. Ihr werdet alleine losziehen und Erfahrungen sammeln, denen ihr seid Helden. Helden eines besonderen Blut. Okay, das ist gleich geblieben. Zeitreise bedacht, aber wir haben keine Zeitreise gehabt bisher. Vielleicht kommt's noch, aber bisher hatten wir noch keine. Euch erwartet das Paradies, wenn ihr es schafft. So frage ich euch nun, nehmt ihr diese Mission an und bekämpft alles Böse, was es auf der Welt gibt. Auch Edwin Odysseirion. Da wieder mit Doppel-D. Und Doppel-S. Und Doppel-S. Und den Dunkelelf müsst ihr besiegen. Doch bis dahin solltet ihr genug Erfahrung gesammelt haben. Nehmt ihr an. Ah, Rustad ist gerade wieder da. Auf 3. 1, 2. Ja, wir nehmen an. Wir nehmen an. Okay, ich glaube an euch. Okay, I believe you. Ich hab mal eine blöde Frage, ey. Was müssen wir denen zuerst machen? Ich habe keine Ahnung, wen oder was wir killen müssen. Ihr solltet zuerst etwas gegen die Untoten unternehmen. Gegen die Untote. Die eine. Ja, genau. Diese komische, die sie wiederbelebt haben. Ah, sorry, ich hab dich lieb. Und nun? Mehr weiß ich auch nicht. Wir werden es schon schaffen.
Ja, werden wir. Poppt der Baumeister am Start. Oh no. Die ist echt ein Problem. Gilbert Real Boss. Sorry, war ein Spaß. War böse Lache gerade, deswegen. Wie auch immer. So, nun schlage ich vor, ihr geht alle eine Runde schlafen. Ihr müsst fit sein. Und dann zieht ihr einfach los. Oh, Pixel 6. Mein Farodin, der mich gerettet hat. Du bist mein allergrößter Held. Der geröstete Held. Na, Schatz. Auf, komm, wir müssen los. Achso, das würde ja ich. Also los, gehen wir Gilbert holen. Ich darf mich bewegen. Yay! Oh mein Alter. Gott. Vor allem Stufe null. In dem Helm, in dem in der Kapuze. Nicht nur da. Ja, zwischendurch auch noch. Hab ich vergessen. Musik. Kampfmusik. Welche Kampfmusik? Secret of Mana. World of Warcraft. Das Trunk Themes ist nicht mehr drin. Oh, ich mach mal ein bisschen lauter. Krieg ich gerade schon? Das wäre ein großer. Ja, aber das ist ja die Kampfmusik, ja. Ich nehme ein Demon einfach. Klauen wir mal wieder von Gewinnmusik. Ey, Fluch der Karibik. Oh, wir haben Windows 4 nicht mehr. Das gute Ende, I guess. Extra. Das Extra bietet dir, dass du deine Helden hinterherlaufen kannst nach Wunsch. Sollen Helden hinterherlaufen? Nein. Die hinterfallen dich sonst noch. Quest. Funktioniert nicht. Passiert nichts. Menü. Yay. Okay, das ist nicht mehr MP, sondern Ma. Wollen wir einmal die klassischen Stati anschauen? Die Statuse. Name, Farbe, den Beruf, Kriegersternchen, Beschreibung Krieger, Zustand normal, Stufe 5. Okay, es ist nicht mehr Kilchen, sondern Silber. Wir haben LP, Mana, EP, Angriff, Pferd. IQ. Wir haben wieder und den IQ. Da wollte ich... Entschuldigung. Wir haben eine ganze Menge an Tempo. Da wollte jemand wieder nicht versuchen, Intelligent zu schreiben oder Intelligent oder Intelligent. So, und bei Selfie ist es auch Magier. Sternchen, Magier, normal, Stufe 6. Okay. Ich kann keine Lebenspunkte, ne? Ein einfacher Schwert. Dünn, aber effektiv. Danke, dass ich keine Schwerter anlegen durfte. Kleidung, Einrüstung, gefertigt aus normaler Clothes. Lederrüstung, Rüstung aus gehärtetem Leder. Leichte Rüstung, leichte, aber effektive Rüstung. Das liest sich sogar halbwegs okay, verdammt. Hut. Ein einfacher Hut. Eine einfache Hut. Ermöglicht einem Mitglied, alle Monster zu töten. Und halbe MP-Kosten. Okay, da den Talisman und Zephyr bekommt, das Magie-Amulett, den Hut, die Lederrüstung, den Holzschild und... der Stab gibt mir keinen IQ. Der Stab gibt mir keine IQ. Sachen, die man nicht glaubt, in seinem Leben sagen zu würden. The Quest is a lie. Er muss ihn ja sehr lieben, so sehr, wie er fast aus dem Bett gefallen ist. Ja. Ich habe Sorge, rauszugehen. Ich habe große Sorge. Vorher. Der Film läuft weiter. Der Film läuft weiter. Vorher. So, und zwar, das ist für mich jetzt ganz wichtig. Ich muss das jetzt wissen. So, das schließen wir mal ganz kurz. Dann öffnen wir aus dem Oldschool-Schlacht der Elfen den
ersten Teil. So. Mist. Wo ist es? Kirche des Lichts. Ist Hölle Anfang. Achso, nein, das ist nicht im Intro gewesen. Dorf Purlo, Selfia, Entgegnertum von Sionan, Tirgislan, Dorf der Menschen, Stadt der Orks, Müll, Hölle Anfang, Kirche des Lichtsystems, Auswirkungssystem, Androhl, Ende. Wo ist es? Achso, ich glaube, in der Stadt Sionan. Thronsaal, Burg, Burg Elfenlicht? Nein. Dorfladen, Edwin, Haus 2, Thronsaal. Ich schau doch mal, was im Burg Elfenlicht sonst drin ist. Bin ich ja gerade. Okay. Wie heißt du? Farodins Haus, okay. Also müssen wir Farodins Haus versuchen zu finden. Ich hab's gefunden. Okay, das ist kein Nops, Upsa, sondern das ist hier. 14 Jahre alt. Er ist in der OG-Canon 14 Jahre alt. Das passt also auch noch mit der 1.5er. Das passt auch mit der 1.5er. Heißt also, er ist sich einfach selber nur nicht treu. Er ist selbst ja nicht treu. Das sowieso nicht. Ich bin ja stark der Meinung, dass Selfia und Anklors unterschiedliche Personen sind. So, nein, das ist mein Headcanon. Ende. Eine Kopfkanone? Meine Kopfkanone, genau. Meine Peng. So. Jetzt machen wir weiter. Entschuldigung, das hat mich jetzt wirklich fertig gemacht. Verstehe ich nicht. Vielleicht hat er auch Amnesie und hat vergessen, wie alt er eigentlich ist. Er hat eine ganze Menge vergessen. Rechtschreibung, Storytelling, Alter, was auch immer. Mapping. Na endlich, seid ihr wach? Seit wann? Hattet wohl eine sehr anstrengende Nacht. Nein, hatten wir nicht. Und du hältst langsam dein Maul. Ey, Farodin ist Edwin. Ey, du verstehst auch gar keinen Spaß. Ey, nee, ey. Gilbert, dein Ey nervt langsam und du auch. Bitte rede mal vernünftig und nerve uns nicht. Vielleicht hat er auch versucht, Intelligenz durch einen Stab zu erlangen. Er hat eine ganz große Menge an Intelligenz versucht zu erlangen, ja. Deswegen hat er es auf IQ gewechselt. Boah, ey, man darf gar keinen Spaß machen, ey. Voll die Scheiße, ey, Mann, ey. Oh, sorry, wollte ich nicht, ey. Ja, ja, schon gut. Ah ja, ey, König Austors hat gesagt, wir dürfen die ganzen Kisten aus meinem Zimmer mitnehmen, ey. Okay, dann lasst uns in dein Zimmer gehen. Nee, du gehst jetzt nicht an mir vorbei. Hier sind zwei Äxte. Hier sind drei schwere Rüstungen. Ui, was ganz Wertvolles. Ein Heilstein erhalten. Dieser Heilstein wird dir auf deiner Reise von großem Nutzen sein und kann immer verwendet werden, so oft wie du willst. Außer im Kampf kannst du den nicht einsetzen. Also kann man ihn nur im Kampf einsetzen. Das möchte ich jetzt mal ganz kurz nachschauen. Wahrscheinlich ist es andersrum, aber ist egal. Nicht im Kampf einsetzbar. So close. Du warst so close. Ich meine nur, von dem, wie er es geschrieben hat. Okay, dann wäre eine Standard-Axt schwer und effektvoll. Also hat das Ding noch magische Eigenschaften. Schwere Rüstung, schwer und robust. Kralle, eine Kralle. So, schwere Rüstung. Okay, die Mage, unser Mage darf auch die schwere Rüstung tragen. Got it. Du bekommst dann... Kurze Frage, ist die Axt eine Zweihand? Nein. Achso, ich glaube, ab jetzt hört das auf mit den Zweihandwaffen. Dass die als Zweihand funktionieren. So doof das jetzt vielleicht auch klingen mag. Und du bekommst auch noch einen Talisman. Klar. Sogar anlegen den Heilstein. Aber bringt nichts.
Er macht keine Stats und du kannst ihn halt nicht im Kampf benutzen. Einsetzbar. Nein, sag nicht, ist es falsch geschrieben. Okay, dann sage ich es nicht. Ich werde hier zur Eule. Heilt ein vollständig. Oh. Nicht im Kampf einsetzbar. Er hätte ein Leerzeichen mehr reinsetzen können. Für das T weniger, aber okay. Achso, das ist übrigens der Mascara-Farodin oder Mascara. Der Augenbrauen-Farodin, den wir da haben. L'Oreal, weil ich es mir wert bin. So, natürlich kann man damit nicht interagieren. Ich schreibe es nur, es ist falsch geschrieben. Ja, was habe ich eigentlich auch erwartet? T, Z, Z, T, alles Probleme. Kloster darf nur das genau Gegenteil von dem, was da stand. Hey, am Gegenteiltag liegt er richtig. Ihr könnt immer passieren. Ihr könnt, wir glauben an euch, ach so. Ihr seid Tomaten, was? Ich dachte halt wirklich, dass wir jetzt einfach das gleiche Event kopiert und wollte jetzt den Witz machen mit. Vielleicht ist das random, sprich den nochmal an. Okay. Alles gut. Soll ich jetzt mit dem... Er hat das kopiert, aber den Text angepasst. Ach Gott, Russland. Au. Ich bin so stolz auf euch, ihr seht wie wahre Helden aus. Und nun geht. Zeigt der Welt, was die Elfen wirklich können. Unsere letzte Schlacht der Elfen hat begonnen. Ach, hat sie das. 5 weitere letzte Schlachten der Elfen. Determined that there was a lie. Farodin Krieger. Ein Krieger. Ein Krieger ist stark in Angriff und kann viel einstecken. Sehr viel Magier. Ein Magier macht den größten Schaden in der Gruppe. Gilbert Priester. Der Priester passt auf seine Leute auf. Er unterstützt sie mit Heilung und kann nur wenige Angriffszauber. Schön, dass da überall noch rote Paint Blotches drin sind. Da war mal anderer Text. Warum läuft hier immer so ein Timer ab? Was ist da kaputt? I don't know. Oh Gott. Name: Farodin Endrias. Klasse Krieger. Rasse 11. Alter 22. Beschreibung: Farodin war lange Zeit ein Sklave von Edwin Odessirion. Wieder nur ein D. Doch seit jenen Tag, als die Elfen ihn gefunden haben, kämpft er wieder auf der Seite der Elfen. Farodin würde alles machen für seine Freundin Selfia Finju. Sie hat einen Nachnamen. Er will alles wieder gut machen, was er je falsch gemacht hat. Der ist aber falsch, glaube ich. Ich glaube, sie hatte einen anderen davor. Aber nagelt mich nicht darauf fest. Name: Selfia Finju. Klasse Magie. Alter, das Alter stimmt. Beschreibung: Selfia war vor 3 Jahren von einem Löwe getötet worden. Das stimmt nicht. Das aber Edwin Odessirion Werk war. Selfia liebt Farodin mehr als 7 Jahre und mochte ihn später zu ihrem Mann nehmen. Sehr ruhig und redet kaum. Können wir jetzt zum nächsten kommen? Die Odessirion. Also okay, die Timeline in... Das ist, Gilbert ist ein Priester, er übernahm die Rolle seines Vaters Ligara Transig, als er starb. Er möchte seinen Vater ehrenvoll sein können, beweisen als ein heiliger Priester. Gilbert ist sehr kindisch und nervt gerne seine Freunde. Also ich weiß nicht, was in dem Satz passiert ist, aber ich glaube, ich hatte einen Schlaganfall, als ich den gelesen habe. Mitten im Satz so, ich wollte ja noch was anderes schreiben. Just gonna roll with it. Hinweis: Von nun an kannst du unter Menü verschiedene Einstellungen ändern. Für ein maximales Level 20 spielbare Helden Farodin Selfia Gilbert. Passt auf eure Priester auf. Den ist sehr wertvoll. Mother Russia. In Mother Russia Video Gameplays. Oh Gott. Von nun an kannst du mit der Shift-Taste schnell speichern. Du kannst beliebig oft dich ausruhen und drücke dazu die Plus-Taste. Burg. Das ist Comic Sans! Alter. Dieser Satz. Oh, warte, ich muss es mal ganz kurz ausprobieren. Easy, es funktioniert. Oh mein Gott, nein! Wir werden nicht den Rastenknopf drücken, danke. Steht in der Statue was? Nein. Hauptstadt Taran. Wait.
No. Okay, ich dachte, er hätte einfach nur die... Der hat das Mapping doch immer nicht gelernt. Oh, ich will mit den ganzen Menschen nicht reden. High-Level Animation. Halt wirklich. Wir haben gesagt, wir machen das nicht. Ja, Mann. Dass er das auch nicht einfach ersetzt. Oh mein Gott. Es ist alles schlimmer geworden. Der Fiebertraum, er war schlimmer als zum vierten Teil. Ich weiß halt, also jetzt mal ganz ernst gefragt. Ich muss das nachgucken, es tut mir leid. Was ist die Background-Music hierfür? Intro Hauptstadt Taran. Wo kann man das nachschauen? Du bist Rechtsklick auf die Karte. Rechtsklick? Nein, nein, links. Wo, ach so. Wo Hauptstadt? Da drauf. Map Properties. Das werdet ihr jetzt nicht sehen. Nein, das seht ihr nicht. Dann sollte da, wenn Stormwind. Es jetzt 08 also, Stormwind. Dann ist das WoW. Das Hauptstadt der Menschen. Wir machen nicht mehr allzu lange. Nicht? Nee. Es wird mir gerade alles zu viel. Ich werde hier von WoW angebrüllt. Es klingt für mich nach Russland. Wir streamen jetzt schon seit 7 Stunden. Ich kann nicht mehr mit diesen Wachen reden. Die wollen dir schon gar nichts mehr erzählen. Nimm es doch einfach so hin. Geh raus. Ich will später auch mein Abenteurer sein. Und dann ein Freund ins Knie kriegen. Ich denke gerade drüber nach, wann Teil 5 rauskam. Hi, wollt ihr euch ausruhen? Nein. Ich habe den Heilsound bekommen. Da habe ich in Unity in ein paar Stunden ein besseres Handling hinbekommen für eine Stadt. Bin ich gerade durch das Haus gelaufen? Ja, aber das war ich. Ich starte das Spiel von dem Maker aus. Das ist immer das, was ihr mit dem Hintergrund seht, wenn ich euch da mal ein bisschen was zeige oder was nachgucke. Und der Maker hat so einige Debug-Funktionen. Wenn man startet, so zum Beispiel, wenn ich die Steuerungstaste drücke, kann ich über alles drüber laufen oder in alles reinlaufen. Aber um nicht zu sagen, dass es nicht trotzdem Möglichkeiten gibt, hier zwischendrin in Kram rumzulaufen, wo man nicht rumlaufen sollte. Hier zum Beispiel. Da ich drück keine Steuerungstaste. Ne, und ich laufe hier drin gerade rum, wo man eigentlich nicht drin rumlaufen sollte. Hallo, ich mache Patrouille. Ich mach Patrolli. Das klingt ein bisschen wie sowas wie Tortellini. Ich mache Patrolli. Wegen den ganzen Untoten, die vielleicht unsere Stadt angreifen werden. It's a me, Patrolli. Abgeschlossen. Oh, da hatte jemand keinen Bock, die Häuser zu machen. Die Welt wird untergehen, ich hab das so ein Gefühl. Nein, wird sie nicht, wir schaffen das. Ich hoffe es mal. Oh, du bist aus irgendeinem anderen. Du bist aus dem XP. Habt ihr euch vor paar. Vor paar. Habt. Achso, habt ihr auch vor paar Stunden die Erdbeben gemerkt? Ich hab das Gefühl, dass wir alle sterben. Die ganze Welt, wisst ihr? Wir werden alle sterben. Bald ist es soweit. Abgeschlossen, da steht, dass sie keinen Besucher haben wollen. Ich muss mal ganz kurz was nachgucken. Wir wollen Abstand halten. Kommt man hier rein? Überhaupt ja. Oh. Oh. Ja. Wozu gibt's Leben? Frag ich mich, wenn wir eh alle brutal abgeschlachtet werden. Wozu? Meistens durch den König. Oh, ich hab Animugrill gefunden.
Ich habe Catgrill gefunden, Animu Catgrill. Du darfst Animu Catgrill sprechen. Miau wird alles geben. Miau, die Welt sich nicht mehr ständig miaut. Nyan, 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 nyan. Okay, hier ist nichts mehr von Interesse. Ich bin ein Geist. Oh, warte. Hat die... Ich bin der Kistengeist. Okay, das scheint halbwegs funktionieren zu sein. Kann ich hier irgendwie in eine Wand reinglitschen? Ich erwarte es irgendwo, aber... Die erste Überprüfung hat nichts dergleichen ergeben. Hey, wisst ihr was? Es gibt einen geheimen Cheater. Er befindet sich nördlich von hier und man erkennt ihn dadurch, dass da keine Flamme... Was? Geheim Cheater. Nördlich, dass da keine Flamme. Ich habe die vierte Wand nicht gesehen. Wenn jetzt einfach mal ins Menü gehst. Findet sich nördlich von hier. Ist hier vielleicht noch ein weiterer? Dass wir angelogen wurden. You lied to me. Aber nope. Nice geheimer Cheater, den wir da haben. Super, super Cheat, super geheim. Very wow. Bald werden wir sterben, unsere Ende ist nah. Wir alle Elfen, Menschen, Zwerg, alles wird vernichtet von einem Mann. Aha, und welcher Elf? Sein Name ist ungewiss. Was ein dummer Name. Kein Wunder, dass er die Welt vernichten will. Ich weiß, dass er es war. Er hat einen Teil der Erde zerstört. Okay, dann gehen wir mal. Es, Priester spricht halt so, ey, ich schwöre. Funky Church. Gott, wir sprechen heute zu Gott. Gott ist unser Vater, hilft uns. Hoffe, ein Gott kann uns gar nicht... Hoffe, ein Gott kann uns gar nicht helfen. Weil er das schon längst sehen müsste und helfen würde. Oh nein, edgy Atheist, göttlicher Farodin. We did it, boys. Foreshadowing. Ich bete um meine Frau, sie ist gestorben. Meine Frau, sie ist egal. Um die tote Katze, das ist höchstwahrscheinlich die Katze aus Teil 4 gewesen. Hoffe, Gott möge mich beschützen. Die tote Katze, die noch durch die Gegend gelaufen ist. Ja, und sich dementsprechend immer wieder in ein anderes Blut verwandelt hat. Das Leben ist grausam, warum bin ich nur geboren? Das Leben hat doch keinen Sinn, wenn man gequält wird. Gekeult. Gekeult wird, ja, ich war mir ein bisschen unsicher. Ich bin die ganze Zeit in den Keulen aufgekommen. Okay. Schnell speichern, ich habe aus Versehen links noch gedrückt. Okay. Ich würde... Ami, sollen wir ein bisschen ohne Schummelstuhl spielen? Doof gefragt. Wir können ja mal einfach mal gucken, ob das Balancing genauso schrecklich ist wie alles andere. Genau, weil bisher, also die Kämpfe waren ja jetzt in den 2 Stunden, in denen wir quasi nichts tun durften, außer zu sehen. Boah, ja, okay. Waren okay. Sie wird gekeult. Ja. Ja, wird sie. Aber ne, wir streamen jetzt schon seit 7 Stunden, 20 Minuten. Und wir haben 2:30. Ja, okay, ist ja gut. Ja, ich... Warte, wir haben welchen, den wir... Wir haben Freitag gehabt, ne? Ja. Ich glaube, wir kommen nicht mal bis... 10. Nee, kommen wir nicht. Wir schaffen morgen vermutlich 5. Fangen und mit 6 an. Dann ist die Frage, wie lange wir in 6 rumgammeln. Ich habe nämlich kein... Ich weiß, dass ich 7 nicht beenden konnte, weil das Spiel nicht funktioniert hat. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Das weiß ich auch noch. Ich habe da eine eigene Paint-Grafik für erstellt, in der ich gesagt habe, endlich ist es vorbei. Aus, aus, das Spiel ist aus. bei 6 weiß ich gar nicht. Das kann ich eigentlich mal nachgucken. So, ich speichere nochmal ganz kurz vor dem Stuhl hier. Ne, mit der Musik im Hintergrund. Ich gucke mal dann ganz kurz nach, wie lange ich damals für die letzte Schlacht der Elfen 6 gebraucht habe. Beziehungsweise auch, wie lange ich für die letzte Schlacht der Elfen 5 gebraucht habe. So, die letzte Schlacht.
Turtle contains die letzte Schlacht. Achso, das sollte ich vielleicht einmal dahin schieben. Wupp. Dann kann ich nämlich den kompletten Dings sehen. So, also ich habe damals für 5, 13 Parts gebraucht. Circa 15 Minuten. Das ist ja, okay. Gar nicht mehr so lang. Ich glaube, warte, 4 Parts sind eine Stunde gewesen damals. Das heißt, wir haben 4, 8. Wir haben länger gebraucht, würde ich behaupten wollen, weil wir noch viel mit dem Chat rumgeblödelt haben und sowas. Also ich gehe davon aus, dass wir nochmal so 2,5 Stunden brauchen. 2,5 bis 3 Stunden. Der 6. hat dann nochmal 11 Parts gehabt, 15 Minuten. Aber dadurch, dass ich wieder in meinem Schnittprogramm bin, ist da höchstwahrscheinlich was kaputt gegangen. Und der 7. Part hatte 5, also beziehungsweise 4, also quasi eine Stunde, und dann ist auch was kaputt gegangen und ich konnte nicht weiterspielen. Joa. Bisher muss ich sagen, wir haben mehr von die letzte Schlacht der Elfen erfolgreich durchspielen können, also wir haben eine höhere Erfolgschance damit, als beim letzten Mal. Damals habe ich schon die letzte Schlacht der Elfen 1 nicht zu Ende spielen dürfen, weil Dark 3 gefehlt hat. Ach ja. Ja. Plus, also morgen können wir dann vermutlich 5 zu Ende machen, 6 vielleicht zu Ende machen, je nachdem, wie schnell das ging. Und Sonntag möchte ich ja ganz gerne mit meinem eigenen Trash-Spiel beginnen. Und dann können wir vielleicht noch 7 schaffen, dass wir das Replay zu Ende bekommen. Oder halt zumindest so weit spielen. Das Problem ist Sonntag, weil du musst ja dann Montag wieder arbeiten. Ja, gut, aber das hat mich ja auch bislang nicht so wirklich davon abgehalten. Ja, aber ich würde dich ungern bis 3 Uhr morgens oder so umschlemmen. Ja, gut. Gut, aber dann beende ich jetzt schon mal die Aufnahme hier.